gekocht habe. Hey. Wir haben es verstanden, ihr wollt mich aufhalten und zerstören. Fuck, das macht der Unterbewusstsein kaputt. Lass mich ja nicht zerstören, Schweine, Spasten. Quer. Klar, Chef. Gold. Ja, Mann. Artyom, die Raketen sind unterwegs. Cool, zweimal Gold. Nee, jetzt ist kein Zeitpunkt zum Ruckeln. Was ruckelt das jetzt so? Meine die Menschlichkeit? Na ja, gute Frage. Hier ging es ums nackte Überleben. Entweder wir oder sie, hieß es doch. Ich weiß es nicht.
Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall, Leute, der erste Teil ist durch. Und wir werden auch im Anschluss mit Metro Last Light anfangen. Das ist ja der zweite, den habe ich ja vorbereitet. Da fange ich wieder bei der Folge 1 an. Das heißt dann Metro Redux Last Light. Zum Metro 2033. Was halte ich davon? Ich finde das Spiel genial. Also ich fasse mal alles zusammen, was mir erstmal gefällt. Die Lichteffekte, der Rauch, die Atmosphäre, der Stress, die Monster, der Druck, die Mangel an Munition und alles richtig geil. Die Geschichten, was die da rumverzählen mit den Panzern in der Wüste oder halt, ja nicht Wüste, sondern die sich eingegraben haben und so weiter. Dass man das nicht lesen muss, dass sie das im Vorbeigehen hören tut wie ein Dialog, das ist einfach genial. Und die Grafik wurde sehr schön aufgewertet. Das gefällt mir auch. Für den Preis von 39 Euro, wo ich es gekauft habe, ist das sehr gut. Was haben wir gebraucht? Ich glaube 7-8 Stunden Spiel für den ersten Teil. Und ja, wieder Spielwert, ich werde es auch spielen im Offline-Modus natürlich, also Offline heißt ohne Aufnahmen, für mich nochmal das Ganze genießen, weil es Spaß macht und gut aussieht, was mir aber nicht passt, wo ich mehr erwarten würde für nächstes Mal, ist die Animation der Gesichter. Was ist denn das? Spielen wir hier mit Puppen oder so, Leute? Was waren das? Also ich habe so geile Monster hingekriegt, geile Atmosphäre, aber bei den Charakteren, bei der Animation der Charaktere Gesichtszüge abzuhören. Ich weiß nicht. Geplant werden. War das geplant? Nee, oder? Auf jeden Fall, das hätten wir viel besser machen können. Und dann der Dialog. Zum Punkt Dialog, was wir vorhin schon gesagt haben, was Gutes, was Negatives. Ich höre nie Artyom reden, außer es lädt oder so, dann seine Gedankengänge. Aber wenn irgendjemand mit mir spricht, Ullman, Miller, Bourbon, egal wer mit mir gesprochen hat, die haben mit mir gesprochen, ich habe nicht zurückgesprochen, ich habe nur gedacht wahrscheinlich, weil ich habe nichts gehört, nur die haben einfach darauf reagiert, irgendwas gesagt, das ist wie wenn die mit der Wand geredet haben, ich bin mir blöd vorkommen. Also da hätten die bei mir auch einen Dialog reinbauen können, also mit einem Artyom, dass der auch redet, dass wir den auch hören, dass er was hergibt. Und von der Geschichte her ist eigentlich gut gewesen, also man kann es natürlich länger machen, aber irgendwo ist auch gut, dass es zu Ende gekommen ist, weil der Stresspegel war schon sehr hoch, vor allem mit den Dämonen und mit den Bibliothekaren. Die Viecher gingen mir echt auf den Keks, also das war ein Kampf. Sonst, ich kann es euch empfehlen, das Spiel auch durchzuzocken, also zu spielen, das lohnt sich allemal. Zumindest wenn ihr es nicht gleich kaufen holt, weil es gebraucht oder was weiß ich was, aber ihr werdet euer Spaß daran haben und es war ja sehr lange Zeit Flaute, ich hätte mir das ein bisschen früher gewünscht, ist halt so gekommen, jetzt kommt in 6 Tagen Destiny raus, leider werde ich da im Urlaub sein, ich bin bis Ende des Monats weg, ich komme erst wieder 1. Oktober. Und ich mache da zwar weiter, aber bis dahin machen wir noch Metro Last Light durch und Diablo. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es sehr gefallen. Danke für die Unterstützung, die das Programm, das Projekt unterstützen. Danke für die Likes, für die Abonnenten, die sich ziemlich erhöht haben. Also so weit hätte ich nicht gedacht. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann sagt es auch, gebt Feedback. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Projekt dabei und unterstützt das Ganze. Ich bedanke mich herzlichst für alle und wie gesagt, mir hat sehr Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen Entertainment-Spaß zurückbringen können und es hat sich für euch gelohnt. Also dann, bis zum nächsten, euer RebaneBK.